Es war einmal eine Feenprinzessin. Ihre Mutter hatte ihr ausnahmsweise erlaubt, im Zuckerwald Erdbeeren zu pflücken. Sie pflückte gedankenverloren die Erdbeeren, so dass sie von ihrem Weg abkam. Sie irrte umher und fand ihren Weg nicht mehr. Plötzlich traf sie auf eine Fee. Ich heiße Lenny. Wie heißt du? Mein Name ist Alice. Ich möchte zurück ins Feental. Ja, ein Zufall. Dort möchte ich auch hin. Wir können doch zusammen dorthin gehen. Die beiden machten sich auf den Weg. Nachdem sie eine Weile gegangen sind, fragt Lenny: Möchtest du eine Erdbeere? Oh ja, gerne. Die beiden stärkten sich mit Erdbeeren und machten sich fliegend auf. Sie flogen sehr weit und erlebten viele Abenteuer. Plötzlich sahen sie eine alte, arme Frau. Sie flogen zu ihr und fragten: Möchtest du eine Erdbeere haben? Nein, danke. Ich möchte nur ins Feental zurück. Das ist ja ein Zufall. Wir sind auch auf dem Weg ins Feental. Sollen wir dich mitnehmen? Leider war die alte Frau nicht in der Lage zu fliegen. Und so musste das königliche Einhorn die alte Dame tragen. Sie flogen los. Nachdem sie eine ganze Weile geflogen sind, sahen sie auch schon das Feental. Oh, schaut mal, da drüben, da ist schon das Feental und dort ist meine Mutter. Mama, hallo, Mama. Die Mutter schaute zum Himmel und erblickte ihre Tochter. Lenny, da bist du ja, ich hab mir schon solche Sorgen gemacht. Auf der Erde angekommen waren alle froh, wieder zu Hause zu sein und feierten eine große Feier.